Als Bauleiter bist du für deine Baustelle verantwortlich, für deine Mannschaft, für alles, was innerhalb dieser Baustellengrenzen passiert, bist du verantwortlich. Du hast eine Weisungsbefugnis und eine Verantwortung. Aber du bist auch verantwortlich, in meiner Sicht, für das Image der Baustelle nach außen. Das heißt, die Kommunikation ist nicht nur nach innen, sondern ist auch nach außen. Okay, wenn du jetzt eine Baustelle hast, irgendwo im Greenfield, irgendwo eine Fabrik, wo es niemanden gibt, dann okay, da hast du nicht viel Image nach außen. Aber oft wird im Bestand gebaut, es wird irgendwo umgebaut oder irgendwo hast du meistens grenzt du irgendwo an und irgendwer ist immer betroffen von Baustellen. So, und um dieses Image nach außen geht's. Dafür sind wir von der Baustelle verantwortlich, dieses Image nach außen zu tragen oder im Moment dieses Image auch wesentlich zu verbessern. Wir müssen das ganz anders gestalten, denn im Moment ist immer Baustelle ist immer schlecht für die Menschen. Aber wir kommen gleich dazu. Ich habe jetzt hier ein schönes Beispiel, und zwar es gibt von der Deutschen Bahn so Einwurfsendungen zu ihren Baustellen, und wer mich auf den sozialen Kanälen verfolgt, der weiß, dass ich die schon mal fürchterlich zerrissen habe, diese Einwurfsendungen, was da drauf steht. Aber die haben sich verbessert, da ist vieles gut, was da drauf steht, aber ganz ein wichtiger Punkt, der noch fehlt, und das schauen wir uns jetzt an. Da steht drauf, an unserer Baustelle haben sie leider ganz schön zu knabbern. Super. Bisschen ironisch, bisschen lustig gemacht, lustiges Bild dazu. Alles in Ordnung, kann man auch mit Humor nehmen, alles spitze, dass die Einwurfsendung überhaupt gibt, ist super. Information über Baustelle, weil Leute ja irgendwo eine Einschränkung haben, das ist schon mal sehr gut, dass informiert wird, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und was unglaublich gut ist, hinten ist eine Beschreibung, und da steht drauf, mit welchen Mitteln diese Baustelle gemacht werden muss, mit diesen Arbeiten, die sie jetzt haben, warum sie das auf diese Art und Weise machen müssen, warum es eben Lärm und Schmutz gibt, weil eben nur dieses Verfahren so möglich ist, um diese Arbeit jetzt zu machen. Super, ganz toll gemacht, wenn du dir das so anschaust. Unten auch. Was richtig gemacht wurde, da steht unten, wir bitten um Ihr Verständnis, und dann noch ein Satz dran. Schreib nie, wenn du irgendwas informierst, auch auf deiner Baustelle, schreib nie, wir danken für Ihr Verständnis. Das ist ein ekelhaft arroganter Spruch. Wir danken für Ihr Verständnis, setzt voraus, dass du Verständnis hast. Das ist richtig, richtig. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ob du dann dein Verständnis gibst oder nicht, ist deine Sache. Aber sie bitten um das Verständnis. Du kannst sagen, habe ich Verständnis dafür? Du kannst auch sagen, nee, ich habe kein Verständnis. Dann passt es. Aber zu sagen, wir danken für Ihr Verständnis, ist arrogant. Ich bin nicht einverstanden. Du brauchst dich nicht bedanken. Also eine ganz erschreckliche Floskel, die unglaublich Einzug gehalten hat, gerade bei großen Firmen. Das sind auch diese Firmen, die mit No Reply E-Mails verschicken, wo du nicht mehr antworten kannst. Einfach da, Kunde, nimm, friss, aber kontaktier uns nicht. Anderes Thema. So, was fehlt mir aber trotzdem? Wenn ich das Ganze anschaue, ist gut gemacht, aber warum machen wir uns so klein für eine Baustelle? Was mir da fehlt, ist, das macht ja keiner umsonst, das macht ja nicht irgendeiner zum Spaß, sondern es wird deswegen gemacht, weil die Kunden hinterher einen Vorteil haben. Sie sind entweder schneller am Ziel, sie sind bequemer am Ziel, sie haben eine neue Verbindung, es ist sicherer als vorher, was immer. Es ist ja für den Kunden etwas gebaut worden. Für uns wird das alles gemacht. Für jeden, der hier lebt in diesem Land, gibt's dann eine Baustelle. Entweder der Kunde was in Auftrag gegeben, dann hat er ein neues Häusl gebaut, oder es ist irgendwas an der Infrastruktur gemacht worden, was immer gemacht wird. Es ist ja für die Gesellschaft im Anschluss. Das heißt, das fehlt mir hier total. Wir bauen für Sie, bauen wir das. Nicht, ich tut mir so leid, dass wir jetzt bauen müssen und mit einem schlechten Gewissen. Das ist nicht gut. Das wird unser Image für Baustellen nicht ändern. Wir werden immer Baustellen haben.
seit wir vom Baum runter sind, rumgezogen sind in der Welt, hat irgendwann einmal einer gesagt, so, da bleiben wir jetzt, und dann hat sich der die Hütte gebaut. Und seitdem der Erste die Hütte gebaut haben, seitdem gibt es in dieser Zivilisation auf diesem Planeten Baustellen. Und die wird es immer bis zum Schluss geben. Wir werden, solange wir als Zivilisation existieren, werden wir bauen, wir werden verändern, wir werden verbessern. Das ist unser Wesen. Ich verstehe gar nicht, warum eine Baustelle überhaupt ein schlechtes Image bekommen konnte. Die Leute müssten froh sein drüber, dass da wieder eine Baustelle ist. Da geht wieder was weiter, da wird wieder was verändert, da wird was verbessert. Baustelle heißt nicht, den Planeten zu betonieren, sondern etwas verändern, etwas verbessern für uns. Das ist die Idee hinter einer Baustelle. Also, das Image der Baustelle. Und dafür ist der Projektleiter, die Firma, die das macht, und der Bauleiter auch verantwortlich, wie du deine Begrenzung gestaltest, dass die Leute das sehen, da ist eine Baustelle, wie du informierst, wie du nach außen hin kommunizierst, wie deine Mitarbeiter auf der Baustelle sich außen verhalten, was die Leute wahrnehmen von der Baustelle. Das alles zählt zum Image der Baustelle und dazu und dafür bist du als Bauleiter, Projektleiter, Architekt, Kunde verantwortlich. Das Image der Baustelle. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das ins richtige Licht zu rücken, und daran arbeiten wir alle gemeinsam. Denk dran. Hast du mit Führen auf Baustellen zu tun, dann hol dir mein Prospekt, 28 Seiten, in denen ich meine Masterclass erkläre, warum das besser ist als ein Seminar und wie du dich da als Führungskraft entwickeln kannst. Hol dir das Prospekt, kostet nichts. Hier Link drücken. Freue mich drauf.